Hallo Leute, heute wieder mal mit einem Buchtipp, und zwar ist das ausgeliefert, wie ich die Hölle meiner Kindheit überlebte. Ja, das habe ich gelesen, wo ich in der Reha war, als vor 3 Jahren. Gut. Um was geht? Es geht um Jane oder Jane. Und die Namen sind geändert, aber es ist eine wahre Geschichte. Und ja, um was geht? Jane wohnt in einem perfekten Elternhaus, nach außen zumindest. Aber innen, nach innen, ist halt ein sehr brutales Elternhaus. Sie wird auch sexuell missbraucht. Also wo sie 4 ist, fängt ihre Leidensgeschichte eigentlich an. Bis sie halt 21 ist, und dann kann sie sich erst wieder, ja, befreien. Also das Buch, das hat mir sehr gut gefallen, auch wenn ich das immer nicht so gut rüberbringen kann in Video. Aber mir hat das Buch wirklich super gefallen. Und ich dachte immer so zwischendurch, das kann doch eigentlich gar nicht sein, oder? Ich habe mir auch oft gedacht, wie kann so eine Mutter sein, wie können so Brüder sein? Weil selbst wo sie dann erwachsen ist und hat auch schon selber Kinder, selbst dann wird sie immer noch von ihrem Stiefvater bedroht und von den Brüdern halt auch bedroht und ja, unter Druck gesetzt. Und da habe ich mir immer so gedacht, das kann doch eigentlich gar nicht sein. Und die Mutter zieht die Tochter dann auch in den Dreck und macht sie nieder. Ja, und da habe ich mir immer so gedacht, wie können so die Brüder sein? Ich meine, die Mutter schlimm genug, dass die das nicht mitgekriegt hat, oder ja, dass die sich noch nicht mal fragt, was habe ich falsch gemacht, dass ich das jahrelang nicht gemerkt habe, sondern auch noch hinter ihren Freund oder Lebensgefährten steht. Wenn ich ein Kind hätte, ich habe ja keins, aber wenn ich ein Kind hätte und würde das erfahren, würde ich mich erstmal fragen, warum habe ich das jahrelang nicht mitgekriegt. Und zweitens, den würde ich rausschmeißen, das Schwein. Ich würde doch nicht mit denen noch zusammenleben und sagen zu meiner Tochter, halt ja die Schnauze so ungefähr. Das würde mir doch nie einfallen. Und da habe ich mir einmal gedacht, was ist denn das nur für eine Mutter? Also manchmal denke ich mir, manche dürften keine Kinder kriegen, wenn die dann so sind. Vor allem die Eltern. Die haben sich ja nie richtig um die Kinder gekümmert. Das hat ja immer die Jane. Oder ja. Jane. Immer gemacht. Die hat ja immer um ihre kleinen Geschwister gekümmert. Musste. Ja, musste auch immer so hochhackige Schuhe als Kind anziehen. Weil das der Stiefvater wollte. Auch in der Schule oder so. Und da habe ich mich auch oft gefragt, warum haben da Lehrer nicht mal nachgeahmt, weil wenn eine 9-Jährige hochhackige Schuhe trägt, ich weiß nicht, wie man die nennt, diese hochhackigen Schuhe da, da hätte ich doch als Lehrerin mal nachgehakt, weil das ist doch nicht normal. Ja. Ja, und Jugendämter, also die Jugendamtsakte, also so ziemlich am Ende, kommt dann auch zur Anzeige, und da sagte die Polizistin, die können nicht alles zur Anzeige bringen, weil es einfach so viel passiert ist über die Jahre. Weil es kann sich ja jeder denken, weil wo sie 4 ist, hat das angefangen mit den ganzen Zeug, und wo sie 21 ist, kann sie sich ja erst davon los
sagen und losreißen. Wie gesagt, sie wird dann auch bedroht und ja, deshalb ist sie auch der Name geändert, weil er aus Selbstschutz war und fertig gemacht und ach, ich fand furchtbar, ich fand das teilweise schon ziemlich furchtbar. Furchtbar fand ich auch. Das Jugendamt hat ja ab und zu mal Hinweise gekriegt und ja, dass sie da nie was gemacht haben, nur weil ein schönes Haus war, aufgeräumt ist. Es sind nun mal nicht immer die Assi-Familien, wo sowas passiert oder so. Können auch ganz normale Familien sein, wo du denkst, auch so ein schönes Haus. Kinder haben ja alles. Eltern kümmern sich. Aber man muss, ich finde, man muss immer dran denken, man kann den Leuten ja nicht in den Kopf gucken. Ich denke mir auch manchmal so, wenn jedes dritte Mädchen und jeder fünfte Junge sexuell missbraucht wird, dann denke ich mir auch oft, ich kenne sicherlich auch Kinder, denen das passiert und keine Ahnung, weil ich kann ja meinen Nachbarn oder den Eltern auf Arbeit kann ich auch nicht in den Kopf gucken. Bei manchen Kindern denke ich schon, so wie die sich verhalten und so wie die drauf sind, könnte irgendwas sein oder was, aber ich kann ja nicht einfach auf dem Maß nehmen. Muss ja nicht immer gleich sexueller Missbrauch sein oder häusliche Gewalt, aber das denke ich mir auch manchmal so. Ja, aber wie gesagt, das Jugendamt verstehe ich da nicht so richtig. Auch, dass die Akte dann verschwunden ist. Wie kann eine Akte verschwinden? Nicht mehr auffindbar sein. Ich kann mir nur vorstellen, dass, weiß ich nicht, dass der, dass der Stiefvater vielleicht Kontakte hatte. Irgendein Kumpel oder Bekannt beim Jugendamt. Weil anders kann ich mir das nicht erklären. Wie kann eine Akte verschwinden? Und wie gesagt, ist ja erst 21 oder 20 rum. Und eigentlich muss man ja 10 Jahre die Akte aufbewahren. Ja. Ja, ich fand das schon sehr beeindruckend. Also mir hat das gut gefallen. Ja. Also ich würde es wichtig finden, wenn es mehr so, ja, Frauen geben würde oder auch Männer, die ihre Geschichte so aufschreiben, so bewegen. Ja. Also ich würde das Buch euch ans Herz legen, weil das müsst ihr einfach gelesen haben, weil das Buch ist einfach super. Wenn das jetzt ein selber passiert ist, da würde ich eher vorsichtig sein. Wenn man, also man, da sollte man dann schon stabil sein und sollte das trennen können oder mit seiner eigenen Geschichte abgeschlossen. Naja, abschließen ist immer so eine Sache. Ich schließe jetzt mit was ab, aber man sollte wenigstens das schon verarbeitet haben oder das trennen können, dass die eigenen Grenzen nicht ineinander verschwinden. Nicht, dass man dann da sitzt und sitzt dann wieder in seinen eigenen Geschichtetrainer. Also da würde ich dann schon vorsichtig sein und würde sagen, man sollte das Buch wirklich erst lesen. Ja, wenn man genug Abstand zu seiner Geschichte hat, zu seinem Leben. Ja. Oder man sollte halt vorher Vorsichtsmaßnahmen, ja, greifen, Telefonnummern raussuchen, Notfallnummern, wenn man sich nicht so sicher ist. Aber generell würde ich vielleicht sagen, wenn einem das selber passiert ist, weil es ja schon teilweise ziemlich erschreckend ist und ziemlich detailliert beschrieben ist, ziemlich brutal ist, ziemlich am Ende, wo sie dann psychisch fertig gemacht wird und ja, da würde ich dann vorsichtig sein. Also man sollte dann mit seiner eigenen Geschichte
ja, sollte die verarbeitet haben oder das trennen können, ja, oder abgeschlossen haben, obwohl ich abgeschlossen und verarbeitet immer nicht so das richtige Wort finde, weil, ja, man kann ja nun nicht sagen, klar kann man es irgendwie auf irgendeine Art verarbeiten, das sicher, das glaube ich schon, aber ja, man sollte halt aufpassen, dass man dann nicht in seine eigene Geschichte wieder reinrutscht und dann seine eigenen Geschichte wieder sitzt und halt dann wieder daran so knabbern, weil das ist dann sicherlich auch nicht Sinn der Sache. Aber ansonsten, wenn euch das interessiert, ich finde auch für die Leute wichtig, die jetzt nur immer Frauenromane oder Krimis lesen, dass die auch mal sowas lesen, würde ich mal richtig finden. Weil ich finde es einfach ein gutes Buch und wenn ich nicht so viele ungelesene Bücher hier hätte, würde ich das bestimmt jedes Jahr lesen. Ja, ich kann euch das Buch nur empfehlen, ans Herz legen. Ihr könnt mir natürlich auch schreiben, ob ihr schon gelesen habt, wie ihr das fandet, ob ihr es noch lesen wollt, ob ich euch dafür begeistern konnte oder eher abgeschreckt habe, kann ja auch sein. Ja, ich hoffe, ich konnte euch dafür begeistern, auch wenn ich ja das nicht so immer nicht so gut rüberbringen kann. Also wenn ich meine eigenen Videos sehe, da denke ich immer, das klingt bei mir alles immer so gelangweilt, obwohl ich teilweise ja meine Bücher gut fand, bloß ich kann das nicht so gut rüberbringen. Also ich fand das Buch toll und ich würde es toll finden, wenn ihr das lesen würdet und mir dann eure Meinung mitteilt. Weil ich finde es einfach wichtig, dass man auch mal sowas liest und nicht nur immer Romane oder Krimis. Ja, jeder wie er es will. Ich kann ja jetzt auch keinen dazu zwingen. Aber ich würde euch das Buch sehr ans Herz legen. Wie gesagt, wenn euch das selber passiert ist, würde ich vorsichtig sein. Würde halt, ja, sehen, dass ich meine Geschichte oder meine eigene Vergangenheit schon irgendwie, ja, dass ich das trennen kann. Nicht, dass dann wieder irgendjemand in seiner eigenen Geschichte dann versinkt. Das will ich ja auch nicht erreichen. Also das würde ich euch raten. Oder dass ihr das, wenn ihr merkt, jetzt sitze ich wieder, das geht mir doch zu nahe, dass ihr dann das Buch vielleicht beendet, dann ist es vielleicht noch nicht der richtige Zeitpunkt. Aber ansonsten kann ich das Buch euch nur empfehlen. Wie gesagt, ich fand es toll, nicht, dass ich jetzt toll finde, dass sowas auf der Welt passiert, das nicht. Ich fand es einfach nur toll geschrieben und ja, sehr beeindruckend und auch sehr mutig von dieser jungen Frau. Und ja, ausgeliefert. Ich fand es toll. Also lest das bitte. Naja. Und ansonsten hoffe ich, dass ich euch jetzt nicht so sehr genervt habe. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder Abend oder Nachmittag. Wie auch immer. Bis bald.